So, jawohl, da haben wir das Item. Und das ist... Level 1 Keys für... I take it. Aber hallo. Also die Statuseffekte, die gehen dann doch nicht über. Warum war es kein One-Hit? Komm, Avenger. Yes! Sweet. So, hier nehmen wir natürlich Lulu, ist klar. Da machen wir Feuer, normales. Fire brauchen wir ja nicht gegen die Kollegen, da reicht normales Feuer. Jawohl, dachte gerade schon. Yes. Ah ja, jetzt können wir ja auch hier... Nee, nicht Turbo, Quatsch. Hier, Enemy Encounters Frequent. Dann können wir hier mal ein bisschen leichter farmen. Ja, Frequent auf jeden Fall. Preemptive Strike. Nice. Okay. Skill, Delay Attack, ne? Muss mal sehen. Na, aber trotzdem mal Delay Attack. Müsste ja eigentlich passen. Achso, Monster B. Ja, okay. Firearm. Wechseln wir hier mal kurz aus mit Walker. My turn. Dass der sich erstmal um das Vieh kümmert. Oder auch nicht. Avenger. Yes. Love it. Sweetness. Fire. Yes. Boy. Die Frage ist, wenn Ochu angreift, ob das auch für Avenger zählt. Ja gut, wenn er so angreift, dann zählt es auf jeden Fall für Avenger. Bei Kimari können wir eigentlich auch auf Warrior gehen, ne? Denke schon. Ja, ich glaube, da wechseln wir auch nochmal auf Warrior. Yes! Da haben wir es gesehen, zählt auf jeden Fall für Avenger. Sweet. White Magic. Machen wir erstmal Cure und dann Esuna. Ich glaube, allzu viel dürfte Lord Ochu auch nicht mehr haben. Ja. Auch nicht mehr haben, hat er auch nicht. Overkill. Easy money. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen zu frequent mittlerweile. Aha. Bitch! Oh Gott, das ist dreimal Gift, was hier auf dem Feld gerade ist. Sweet. Kümmern wir uns erstmal darum, würde ich sagen. Mit einem schönen Over. Das ist Gift? Doch nicht. Schade. Triggert aber echt verdammt oft, ne? Aber ja, siebenmal quasi oder sechsmal hier Feuer oder Fire von Lulu und schon hat sich der Kollege. Delay Attack auf jeden Fall. Puh, nice. Back. Ja, Avenger triggert jedes Mal bei normalen Gegnern, so wie es aussieht. Leider bei Fliegenden ist das nicht ganz so von Vorteil, weil es nicht wirklich funktioniert. Fire up! Yeah, boy. Mal sehen. 3000. Ja, Kimari nochmal, warum nicht? Mokka ist eh gerade vergiftet. Oh, Stone Touch! Okay. Dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht, aber nehme ich. Wie geil ist das denn? Das ist ja instant. Also, okay. Gut. Da haben wir auf jeden Fall eine gute Investition, an, was die Waffe angeht, von Kimari. Holy shit. Sleep Ward. Na, wir haben ja noch diesen Soft Ring gehabt, ne? Was ja normalerweise eigentlich bei ihr der Fall ist, aber... Kommen wir nochmal durch, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Brr. Genau, was war Switch Hitter? Ah ja, genau. Ich glaube... Sonst haben wir hier anscheinend nichts. Breaklands mit Stone Touch. Trigger zwar nicht oft... Ah, hier haben wir es, okay. Stone Ward ist, glaube ich, besser als Slow Ward, ne? Ja. Genau, Abilities wollte ich. Yuna, dann machen wir Cure und halten nochmal alle hoch.
vorne haben wir da eine kleine Cutscene, so wie es aussieht. Nur Lord Ocho hier, oder was ist hier los? Mein Gott. Haben wir uns mal ein paar Crystals. Maggot? Also genau, auf Warrior wollte ich stellen bei Kimadi, das war's, ja. Ja, kommt gleich. Kommt gleich. Lulu ist halt echt too strong. Avenger. Ja. Auf Yuna. Machen wir Attack. So, Fire. Einfach damit Yuna auch ein bisschen XP natürlich bekommt, klar. 500 Poison Damage. Nicht schlecht, ey. Nice. Haben wir ihn down damit vielleicht? Noch nicht ganz. Hm, jetzt müssen wir auf jeden Fall auswechseln, das ist klar. Ah, 560. Das kriegen wir hin. Machen wir hier einmal. Ups, machen wir hier einmal noch. Genau, Extract Power und dann sollten wir den Kollegen eigentlich schon down haben. Ja. Speed und Power Spheres müsste es eigentlich jetzt ein bisschen regnen. Regnen nicht, aber ein paar sollten wir bekommen. Nur, na, Spider's Kiss? Hm. Waffe für Auron, glaube ich. Hm, Piercing und Poison Touch. Okay. Klingt schon mal interessant zumindest. Haben wir hier nochmal ein paar Cures raus wieder? Brauchen wir irgendwie nach jedem Lord Ocho Fight, habe ich so das Gefühl. Haben wir mal ein paar Encounters hier rein. Ja, solche sind natürlich easy. Warrior. Schon wieder vergessen. Naja. Und kein Instant Death. Schande, Schande. Ups, das war der falsche. Maggot? So, Lancelot. Ist der gegen irgendwas anfällig? Eis und Wasser. Du bist, was du isst. Naja, machen wir das Ganze so. Wasser und Eis. Schon mal gut zu wissen. Also, Moment, ich habe auf Normal gestellt. So, auf Normal. Genau. Bevor wir uns hier darum kümmern, würde ich sagen, machen wir mal Folgendes. Wir gehen auf... was? Overdrive, glaube ich. Auf Kimadi. Set Mode. Da haben wir nur... Das ist echt useless, ey. Haben wir hier aber, haben wir auch nur Stoic? What the fuck? Auch nur Stoic. Hier müssen wir wahrscheinlich wieder Warrior haben. Nee, auch nur Stoic. Warum? Merkwürdig. Vielleicht brauchen wir einen bestimmten Ansatz an HP oder sowas. Das kann natürlich sein. Gut, dann gehen wir hier lang. Was haben wir da für eine Ability? Das ist Cheer. Genau, das war ja dann, glaube ich... Der Titusweg, den wir hier einschlagen mit Kimadi. Mal sehen. Blau, ja genau, das ist unser Weg, richtig. Ich sag ja, der wird zu einem Klon von uns, der ist einfach komplett useless, der Typ. Das ist ein Level 1 Sphere, da bekommen, genau, da wollte ich ja lang, weil da bekommen wir die AP, genau. Und das macht definitiv Sinn. Wir haben 9 Stück mittlerweile. Level 1 Crystals. Sweet! Ja, genau, weil HP braucht sie definitiv. Ich glaube, mittlerweile ist sie auch über die 1000 HP-Grenze gekommen, was natürlich perfekt ist. Magic. Und damit bekommen wir auf jeden Fall Magic Crystals, das ist klar. Ich habe übrigens auch schon gesehen, dass die Ability... Also es gibt ja Magic Break haben wir hier. Wir haben... Oder was war's? Auf jeden Fall die... Bei Auron war es so, er hatte dieses Power-Dings, dass die Gegner Power-Crystals droppen. Mit Tidus haben wir Speed-Crystals. Und ich habe schon gesehen mit Waka... In seinem Tree haben wir relativ früh, wurde gesagt, die
Möglichkeit, dass er eben diese Ability-Spheres dann eben droppen kann. Das heißt, die Ability geht dann quasi an ihn. Da oben haben wir, glaube ich, ein bisschen was an Defense, ne? Resist raises Magic. Ah, ja, okay. Wir können auch, mein Gott, in der Mitte hier gibt es einiges. Nicht einiges, aber hier gibt es zumindest in der Mitte einiges an HP generell, was ganz geil ist. Was haben wir hier unten? Dann Slow. Holen wir uns erstmal die Resistance da oben ab. Und dann bewegen wir uns weiter in die Mitte. So, Lulu, eine meiner Favorite Chars tatsächlich mittlerweile, durch die ganzen OP-Spells, die die Kollegin mittlerweile schon hat. Extrem nice. Mal schauen, wenn wir dann zu Feiger und Wodka und sowas kommen. Nee, nicht Wodka, aber, ne, diese... Die besten Feuer, Wasser und so weiter. Die besten Elementar-Spells eben letzten Endes. Da wird's extrem lustig. Dann fühlen sie auf jeden Fall die Gegner wieder ein paar Flaschen Wodka, so viel ist sicher. Ja. Ist das hier? Ah ne, Dark Buster. Was haben wir hier unten? Drain. Achso, genau, das ist dann ein Special, genau, und das hier sind Abilities. Macht Sinn. Drain klingt so ein bisschen nach Vampir, ne? Das ist ganz geil. Flair. Okay. Level 3 Dinger haben wir auf jeden Fall noch nicht, das heißt. Noch ein bisschen in weiterer Ferne. Lord Ochu wieder. Noch kurz erwähnt. Fire! Maggot. Machen wir Power Break. Wenn der Kollege mit seinen Standardattacken nicht mehr so viel ausrichten kann, wie er eventuell vorhat. So, greif mal schön Tides an, dann kriegst du schön wieder eine ins Gemächt. 466, nice. Ich glaube, mit den drei Kollegen hier draußen, da sollte das kein Problem sein eigentlich. Genau das wollte ich, denn dann kann ich auf Walker wechseln. Das ist natürlich nice. Noch 2000, das heißt nochmal ein Fire-Arm. Wenn ich jetzt nochmal auf Orin wechsle, sollte der Sieg eigentlich schon... noch nicht ganz. Na, ich gehe nochmal auf Kimadi. Auch wenn der Kollege relativ useless ist. Ja, ich glaube hier... Achso, ja genau, wir sind ja gesilenced. Hm. Jokes on me. Hm. Autsch. Fuck off! Geh halt down! Mensch! Oh, der Avenger-Kill! Easy money. Jawoll. Nice. Direkt nochmal healen am besten. Gut. Oh, habe ich das auf normal jetzt gestellt? Ja. Ah, Ronzos, oder? Oh ja. Look, one of Kimari's friends looks just like him. What? Both follow summoners on all fours. Hornless goatlings. Hornless, hornless. Savage. You come to insult Kimari? Wrong. We come to warn little Kimari. Summoners disappear. Never return. Ja, das hat Disappearen so an sich. We'll be Kimari's summoner. Poor Puh. Kimari lost his horn. Next lose his summoner. Pitiful Kimari. Howl alone. Howl alone. Da war das Arnold Schwarzenegger. Howl alone. Well. Do those two got something against you? Idiots. What? They were just picking on you? Kimari would deal with them. And I'll help. Kimari alone.
But, it's Kimari's problem. You can't interfere. It's a rule. I'm worried. Let the Ronso deal with Ronso problems, yeah? That's how it's always been. I mean, I'm worried about those summoners disappearing. They aren't just disappearing into thin air. Hey, if we guardians do our job, no problem, right? Yep. Confident. Yeah. Facts.